Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensen in der Garage. Heute nicht zu einem Vlog, sondern zu einem Let's Play, weil heute kommt meine Drehbank. Yay! Endlich. Ja, wobei yay, müssen wir nochmal gucken, ob yay wirklich yay ist oder ob yay tü-tüm ist. Denn die Drehbank wird geliefert, also die Drehbank selber wiegt 200 Kilo, das ganze Zubehör und das ganze Paket wiegt dann also 350. Also die Holzkiste muss unglaublich schwer sein. Kommt in einen so einem riesen Kindersarg, so einer riesen Holzkiste. Und diese Holzkiste muss dann eine rasenbedeckte Einfahrt zur Garage hin. Ab da sollte es dann nicht mehr so das Problem sein. Bis dahin wird es, glaube ich, richtig spektakulär. Und deswegen mal gucken, ob yay. Aber ich werde euch berichten, ich werde Bilder machen. Videos werde ich nicht machen, weil ich glaube, das wird relativ fluchintensiv werden. Und das brauche ich mir nicht zu geben. Ja, was will ich euch zeigen? Wir hatten neulich eine Runde mit dem Bio, dem Acebein und meiner Wenigkeit zusammen, wo wir, die war eigentlich schon verloren und abgeschrieben und irgendwie hat mit einer ganzen Menge Glück der Bio die Sache dann noch nach Hause gecarried und der Bio ist Badget gefahren, deswegen seht ihr hier die Badget. Und insofern dachte ich mir, zeige ich euch das heute nochmal. Ich muss vielleicht doch nochmal dazu übergehen, die Live-Spiele aufzuzeigen, weil wir haben live total abgefeiert. Das war der Ace immer, der so, Bio, Bio, siehst du den rechts? Oh, 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 nochmal gut gegangen. Ah, oh, Bio, da hinten. Oh, ach so, siehst du, ja. Der war mega aufgeregt. Ace wollte gewinnen. Ich wollte auch gewinnen, aber das war sehr komisch und ich habe relativ wenig geleistet und viel gelacht. Und schaut es euch an. Bis gleich. Jawollo, in-game mit den beiden Kollegen auf Polargebiet und ja, das war der Anfang, also sehr, ich weiß ja noch nicht so richtig, was der Bio sich gedacht hat, aber Badger ist ja sowieso am Anfang immer erstmal gucken, wo man was abwarten, nachladen, gucken, wo was läuft. Ich bin auf jeden Fall, ich dachte mir, okay, wir haben... ich bewege mich mal in die Richtung. Der 113er ist AFK. Ich dachte, tue ich mal so, als ob ich bei den Heavies kämpfen will, damit die Jungs irgendwie animiert werden. Und aber der 113er war weiter AFK. Das heißt, guckt auf die Minimap. Ich stelle mich also erstmal ganz vorne. Das könnt ihr machen. Ganz vorne hierhin. Wir sind ja mit dem Ace unterwegs. Der Ace Arty. Ace hat gesagt, ich aim hier rein. Ich macht ihr auf und ich mache den Rest. Und insofern stehe ich sehr defensiv da hinten in der Ecke, um erstmal abzuwarten. Hat mir schon mal grundsätzlich nicht so gefallen, aber ja. Schön den Bio hier haben wir jetzt hier im Visier. Rückwärts hat die Badget ja eine etwas bessere Gun Depression als vorwärts. Richtig schön mit Handbremse eingepackt hier. Aber man sieht so... An der Rangierhäufigkeit vom Bio, so richtig traumhaft hat er hier die Position noch nicht entdeckt, aber trotzdem ein Panther 2 versucht hier irgendwie frech zu sein. Und naja, das ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel für die Spielweise der Badget. Er macht 1500 mit seiner Trommel und fängt sich 500 selber ein. Und das ist ein extrem guter Trade, denn er macht dreimal so viel Schaden, wie er selber Schaden gezogen hat. Und so funktioniert die Badget. Jetzt rechnet das mal runter von 1800 Hitpoints selber. Wenn ihr das jedes Mal so macht, dass ihr nur ein Drittel des Schadens kassiert und dafür aber immer mehr austeilen könnt, dann seid ihr nachher schadenstechnisch auf der Gewinnerseite. Tja, was seht ihr hier? Der Commander ist schon, das hat halt keinen Wert, dort vorne zu bleiben, wenn der Feind so dermaßen massiv, also da war sofort irgendwie klar, dass da kein Blumentopf zu gewinnen ist. Also haben wir uns jetzt hier irgendwo geschachtelt an die Ecke gestellt und haben irgendwie versucht, von hinten halt Arti wirken zu lassen und zu snipen. Denn, ja, das... funktioniert nicht, wenn man dann da vorne steht. Da wird man gerusht. Wir können es jetzt zwar auf der Minimap nicht so richtig sehen, aber da kam reichlich Material. Da hätte auch eine E50M mit ordentlich Hitpoints relativ schnell das Verdampfen angefangen. Und Verdampfen von E50Ms ist in Ordnung, aber nicht förderlich für das Gesamtspiel. Und insofern, ja. Der Bio hier auch noch auf Suche nach Targets.
Es geht hier mal hier was auf, mal da was auf. Alles nicht so richtig, dass man sagt, so super nice. Hier sehen wir schön die ewige Einzelzeit teilweise von der Bad-Chat. Ja, das ist ein schönes Beispiel für, was macht der Spieler, der Plan hat und der irgendwie ein bisschen was riskiert. Er macht einen Blindshot und nimmt den Gegner raus. Kannst du. Ist nicht. Nicht ganz so easy peasy mit der Badget, weil die ja eh ein bisschen wenig Munition hat. Aber sind natürlich. Sollte man schon machen. Gerade der in der Mitte, der Kollege, der stört da ja schon sehr arg. Ja. Tortoise kommt oben auf dem berühmt-berüchtigten Hügel dort. Und, was noch viel interessanter ist, genau, das Objekt. Das Objekt ist auch ein ganz interessantes. Ich habe leider dieses Game irgendwie XVM. Funktioniert hier jetzt gerade nicht. Aber wenn ich mit dem Object 263 auf die Distanz von der Badget beschossen werde, dann würde ich persönlich mir schon überlegen, ob ich die mit der Seite oder mit vorne betrachte. Denn das Objekt ist schon auf die Distanz mit der Badget-Kanone relativ bouncy von vorne. Weil ihr wisst ja, dieses Objekt, Kanonenblende, da kann man irgendwie rechts und links dran vorbei und das musste jetzt auch erstmal treffen. Also insofern, ja, 4 zu 8. Mal richtig schöne Scheiße. Ich stehe immer noch an der Ecke und versuche dort irgendwie. Ja, Centurion, lass ihn doch durch. Ja, wieder die Magic-Ketten von der Badget, die fressen zum Glück einen Schuss von der Tortoise, der auch zum Glück. Ja. Ah, jetzt quatsche ich mal nicht. Das ist eine sehr schöne Szene. Handbremse rumgewirkt hier irgendwie noch gesehen, dass man nicht so viel Rammschaden. Wunderbar gemacht. Weitere zwei Kills auf Bios Uhr. Und es steht plötzlich schon 8 zu 8. Und so schnell kann sich's nämlich auch manchmal drehen. Aber trotzdem, es, sage ich mal, dieses ganze Spiel. Ich mache jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, einen kapitalen Fehler. Ich bin da jetzt runtergefahren. Und wenn wir uns jetzt mal. Das war die falsche. Wenn wir uns das mal ansehen, wo ich jetzt hinfahre. Ich fahre jetzt hier an diesen Stein. Der ist grundsätzlich da noch weiter. Bin praktisch noch da. Da bin ich. Da. Bin da unten noch in der Mulde. Aber er will an diesen Stein hier ran, damit ich dort safe stehe und auf die Tortoise schießen kann. Weil ich dachte, naja. Kann ich da irgendwie nach. Der war ja auch ganz schön sneaky, der Schuss. Kann ich irgendwie nach da hinten absichern? Der Bio ist hier die Feuerwehr nach überall hin und der Rest. Schauen wir mal. So richtig geil steht es immer noch nicht. Der E4 ist kacke da, E7 ist kacke. Und jetzt höre ich irgendwie nur so im Chat irgendwie so Bio irgendwann nochmal so. Ja, ich fahre jetzt mal da rum und hol mir die von hinten. Und ich so, gut, warte mal, ich wende. Und jetzt kommt eigentlich das Tragische für mich. Bio sagte, nee, die Tortoise macht mich nicht auf mit meinem Tarnwert auf die Distanz. Da hat er auch recht gehabt. Aber ja, das gilt halt nicht für mich. Und insofern, ja. Bio, jetzt kommt das Beeindruckende. E4 verschossen. Bio so, alles klar. Gut, kein Thema. Die IS-7 kriege ich dann erstmal raus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und jetzt wird's ein bisschen Magic, weil mit 807, mit 800, also da leider konnte ich Bio jetzt auch nicht mehr erreichen kurzfristig. Und die Frage. Mit 807 Hitpoints, also ich meine, der macht 750 Alpha. Kann auch schon mal anders ausgehen als mit 11 Punkten. Beendet. Und das ist der Faktor, der kombiniert mit dem Artischuss, der irgendwo hingegangen ist. Das ist der Faktor Glück, der uns hier irgendwie ja, das Leben gerettet hat und das Spiel. Weil sonst, naja gut, wenn Bio weg gewesen wäre, E4. Ah doch. E4 hätte dann geschossen. Centurion hätte ihn weggemacht. Oder Grille? Ja, es wäre, hätte wahrscheinlich ohne Bio da mit dem E4 auch noch geklappt, aber.
Naja, also auf jeden Fall war es für mich total blöd, weil ich war in der ganzen Zeit, war ich hier. Also gut, ich konnte auf die Tortoise Schaden machen, alles schön und gut. Aber ich war hier festgenagelt. Da oben der Rheinmetall, ich traue mich jetzt also auch nicht rückwärts hier die Steigung wieder hochzufahren, weil ich nicht weiß, was der für eine übertriebene Sichtweite hat. Da bin ich nämlich oft genug auch schon aufgegangen. Rheinmetall, ja, weiß nicht. Eigentlich müsste, ist scheiße. Der E50M, es hat halt einen Tarnwert von einem Haus. Also das, ja. Das ist jetzt hier ein bisschen tragisch, weil mit den 7 Kills, ich hätte Bio, wir waren jetzt eigentlich schon so am Überlegen, pass auf, ich mache ihn dir auf, du schießt ihn, damit du deinen 8. Kill hast, aber Rheinmetall war anderer Meinung und Rheinmetall hat in diesem Falle recht, weil er von dort oben bereinigen kann. Tja, dann war jetzt eigentlich das Ding schon irgendwie nach Hause gefahren durch, ja, natürlich auch durch Bios 7 Kills. Wir haben mittlerweile schon 9 Kills im Platoon. Und der Ace hat auch schön Schaden gemacht und immer von hinten raufgerotzt, was ja halt das Geile ist, wenn du mit einer Arti im Team bist. Da kannst du halt auch mal defensiv fahren und sagen, okay, komm, immer wenn du geladen hast, mache ich dir wieder was auf und dann ziehe ich mich wieder zurück. So, ich hatte jetzt hier, ja, hier war jetzt relativ klar, einer von uns wird sterben. Centurion oder ich. Und weil so bounce-freudig ist dann der E50M nicht sehr zuverlässig. Also, naja, insofern habe ich überlegt, bist du mal Arsch? Ich will das gerne überleben. Bist du mal Arsch und guckst mal, ob er gierig ist. Und er war gierig und naja, das, ja, das gibt ein bisschen ein tragisches Ende für den Centurion. Aber so bekommt unser Platoon wenigstens noch den, den 10. Kill und den wir ja ganz gerne haben wollten, weil 10 sind besser als 9. Und ja, also ein interessantes Spiel. Ich hatte es von Anfang an, wenn diese Heavy-Flanke nicht gedeckt ist und so übel gepusht wird, meistens erlebt man dann, dass es ein Lose ist. Und das, ja. Ich hatte mich damit schon relativ früh angefreundet und insofern war das Ganze völlig skurril und völlig, ja, aber irgendwie dann auch spannend am Ende und eins der Spiele, wo es sich mal wieder lohnt, WoT zu spielen. Also das, ja, besonders mit dem Bio, der irgendwie da mäht, ganz entspannt und easy irgendwie so seine Schleifen dreht. Wahrscheinlich auch durch diese Entspanntheit und weil er so easy ist, immer so viel Glück hat. Ich weiß es nicht. Und dem Ace, der mit der Arti auch gut trifft und, naja, ein bisschen Schaden habe ich auch gemacht, aber ja, schauen wir uns das Ganze in der Auflösung mal an. Bis gleich. Victory! Ja, ein Glück haben wir das gewonnen. Das wäre sehr ärgerlich, aber das war schon am Ende relativ. Safety Bafety. Erste Klasse hat er bekommen. 71.000 Brutto-Credit 1,7. Aber eigentlich ist das der interessante Chart. Ne? Also fast 5.000 Schaden, er fast 3,5. Der Ace und ich auch nochmal knappe 3. Und insofern, ja, der Centurion und die Grille, die haben, ja, für eine Grille, ja. Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Will da nicht rumlästern. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und dabei kommen dann auch noch ein wenig Credits bei rum. Und ja. Das Gegnerteam, ja, der E4, durchaus. Ja, das war jetzt auch gar nichts. Also, naja, gut, klar. Naja. Ey, ich habe nichts gesagt. Also, das ist natürlich, ja. Dann ist natürlich Kacke. T54 ist auch kein schwacher Panzer. 0 Panther, gut. I7, T10. I7, hast du mit HE geschossen oder was war da? Kill abstaubt. Kill abgestaubt. Hm, ja. Wie auch immer. Also, eine sehr skurrile Runde und sehr lustige Runde für uns im Live-Mitschnitt. Aber ich denke, so auch nochmal ganz schön dargestellt, wie, ja. Ja, wobei der Spaß kam da jetzt nicht so rüber. Aber es war auf jeden Fall auch keine schlechte Runde. 10 Kills im Platoon hat man jetzt auch nicht jeden Tag. Also wir zumindest nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Achso, am Wochenende werde ich auch mal ein Video machen.
Vielleicht. Ich muss ja jetzt immer vielleicht sagen, weil ich ja immer, wisst ihr, wenn ich es links vergesse oder was, ist immer das Problem. Du quatschst das jetzt in die Aufnahme rein und dann schneidest du es nachher zusammen oder beziehungsweise einen Tag später oder irgendwie und dann hast du das alles nicht mehr auf dem Schirm. Und der Bio sagt dann auch mal, ja, aber dann guck dir das doch nochmal einmal im Nachhinein an. Ja, aber jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wenn man vergisst, einen Link reinzumachen, dann würde das bedeuten, wieder 1,5 Stunden rendern, wieder, nee, hochgeladen hat man es dann noch nicht, aber es ist mega viel Heckmeck. Und insofern, bitte verzeiht's mir, wenn ich ab und zu mal was vergesse. Wollen wir einen Link unten einblenden? Replays, die ihr an mich schickt. What Replay of the Week at gmail.com. Schickt mir eure schönen Replays, dann ich will auch 10 Kills von euch im Platoon sehen. Und ich habe es hoffentlich eingeblendet jetzt gerade. Macht's gut. Bis Wochenende. Bis morgen. Ciao.